Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich freue mich, euch zurück zu begrüßen zu einer meiner Lieblings-Adventure-Serien, nämlich der Blackwell-Serie. Lieblings-Adventure-Serie gleich nach so Sachen wie Monkey Island, Indiana Jones, Day of the Tentacle und so weiter und so. Ihr kennt sie alle, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Adventure-Serie. Und wir haben in der letzten Folge den Tod eines Mannes miterleben müssen. Wir haben festgestellt, dass die Polizei den vertuschen will und das lassen wir nicht auf uns sitzen. Thank God the coffee stands are still open. I think I'm really going to need them. It's your dime, sweetheart. Ja, Heimat, Polizei Station. Na, gehen wir zur Polizei Station. Ach, guck mal. Der wartet schon auf uns. Oh, it's you. Had a feeling you'd swing by. Detective? Uh-huh. Ah ja, und er hatte schon so eine Ahnung, dass wir vorbeikommen würden. Und dann können wir mal reden. Können wir drinnen reden? Can we talk inside? It's freezing out here. Can't smoke inside, thanks to our friend the mayor. So you couldn't maybe, I don't know, not smoke for a while? Right. Okay, wir können nicht drin reden, weil er drin nicht rauchen darf. Danke, Herr Bürgermeister. Und nicht rauchen ist out of the question. Okay, reden wir mal kurz über Mary. You found a Jane Doe at the Carth House, right? Yeah, what about it? Her name was Mary Meehan. She was an actress with the Gotham Collective Theater Company. You sure about that? Yes. I won't ask how you know that, but we'll check out that name and see if you're right. At the very least, we can locate the family and tell them what happened. Thanks. I guess we owe you another one. Ah ja. Und wir haben erstmal ihn geupdatet über den Fall, der da im Carth House unterwegs war. Haben ihm gesagt, wer das war, und er hat natürlich keine Ahnung, wie wir das wissen. Und sie schulden uns wohl mal wieder einen. Na dann. Und ich habe natürlich heute Nacht die Nachrichten gehört. I caught the evening news today. There wasn't one mention of the murdered man in Chelsea. That program hasn't been the same since they replaced that blonde anchor woman. Nobody else talked about it either. Not online, not any other news program. Nobody. You must have suppressed the news. Why? Because we're the cops, that's why. Look, before we take this any further, why are you so interested in this? What makes this murder more important than any other? Okay, erstmal, er sagt, es geht sie erstmal gar nichts an, warum sie das diese Nachricht geheim halten, dass der da ermordet wurde. Es ist quasi ihr Job als Polizei. Und dann fragt er, warum uns dieser Fall so besonders interessiert, warum ist dieser Fall anders als alle anderen. Naja, ich könnte sagen, dass der nach mir gesucht hat, dass ich ein potenzieller, wie heißt denn das im Deutschen? Also ich bin ein potenzieller Täter, ein Verdächtiger, das ist das Wort, das mir fehlt, danke. Er wurde direkt vor meinen Augen getötet und hey, du bist derjenige, der mich dahin geschickt hat. Das ist eine blöde Antwort. Ich würde sagen, der hat nach mir gesucht. Das ist die Wahrheit. He was looking for me. He was? Why? I don't really know. Did you know the guy? No, I didn't. So, how did you know he was looking for you? Wait, let me guess. You just do. Something like that. Something like that ain't good enough. What else you got? Okay. Und woher weiß ich, also ob ich den Typen kannte? Nein, kannte ich nicht. Woher weiß ich, dass er nach mir sucht? Warte, lass mich raten, sagt er, du weißt es einfach. Und er sagt, das reicht nicht als Beweis in diesem Fall. Hat recht. Ich bin Verdächtiger. I was there. You know I was there. Surely I'm a suspect. You think I'm crazy? I made sure your name is nowhere near this thing. And unless you give me a good reason, it stays that way. So tell me, why is this murder so important? Das ist auch mal spannend. Er sagt, ob ich denn verrückt bin, denn letzten Endes, er hat meinen Namen aus der Sache rausgehalten und wenn wir ihm jetzt nicht einen guten Grund geben, dass er das ändert, dann bleibt das auch so. Das heißt, niemand weiß, dass wir direkt davor waren. Interessant, dass er sowas für mich getan hat. Das ist eine sehr interessante Polizeiarbeit, die hier gemacht wird. Er wurde direkt vor meinen Augen getötet. He was killed right in front of me. And what? Suddenly this makes it personal? Well, kinda. It might have something to do with me. Uh-huh. And why is that? Why is this murder so important? Ah ja, okay. Das reicht ihm als Grund nicht. Nur weil er vor unseren Augen umgebracht wurde, ist es ja keine persönliche Sache. Na gut. Du bist derjenige, der mich dahin geschickt hat. You're the one who sent me there in the first place. That can't be a coincidence. So, you think we sent this guy to your location to, what, get killed in front of you? I don't know. That's why I'm asking you. You don't get to ask me anything. You need to tell me why this murder is so important. Okay, interessante Geschichte. Also er sagt, nein, wir haben da niemanden hingeschickt und wir haben damit nichts zu tun und sie hat nicht die Fragen zu stellen, sondern er. Er ist der Boss hier. Das ist eine interessante
ich nenne es mal Beziehung, die die beiden da haben, finde ich, weil der Durkin halt sagt, er ist der Chef, aber eigentlich hat sie die ganzen Antworten. Das ist ganz cool eigentlich. Vertrau mir einfach. You've trusted me before. Why can't you trust me again? Trust has nothing to do with it. Look, I don't know what your deal is. I've never asked, and frankly, I don't want to know. But I do know that you've helped me clear a few cases. And once in a while, in return, I answer some of your questions. That's fine. Quid pro quo. It's not in the rule book, but it's how we get things done. But this case, it goes way up. We can't bring in anyone from outside. Not without a good reason. So give me one. Why is this murder so important? Okay. Und auf die Aussage, hey, vertrau mir einfach, du hast mir schon vorher vertraut, sagt er, ja, das ist korrekt. Er hat keine Ahnung, was für eine seltsame, was mit mir so komisch ist. Und er will es auch eigentlich nicht wissen. Alles, was er weiß, ist, dass ich ab und zu, also Rosa ihm ab und zu hilft, Fälle zu lösen und er dafür im Gegenzug ab und zu die ein oder andere Frage beantwortet. Das steht nicht so ganz in seinem Reglement, in seinen Regeln, aber immerhin kriegen sie so einige Sachen gelöst. Und das ist das, was er an der Sache wichtig ist. Und dieser Mordfall geht quasi weit nach oben. Also anscheinend war das eine wichtige Person, die da gestorben ist. Und deswegen kann er niemanden von außen mit reinbringen. Okay, ja, dann ich kann dir leider keinen Grund nennen, warum der Mord so wichtig ist. I couldn't begin to explain it. It's more than just a murder. More horrible than just a killing. Aha. Any details on what that could be? It needs to be stopped. That's all. Sorry. I know we got an arrangement, but my hands are tied. Fine. If that's the way it is. For what it's worth, it's nothing personal. You got other questions, I'm here. Just don't ask about this case. You get me? Yeah, I get you. Ja, und wir können ihm natürlich nicht erklären, was das Problem ist, denn wenn wir ihm sagen, da ja der Geist von dem, der da rauskam, der ist in zwei Hälften gerissen worden. Ja, wir würden ganz gerne vermeiden, dass wir in die Irrenanstalt gesteckt werden. Das ist schon mit zwei meiner Vorfahren passiert, nämlich meiner Tante und meiner Großmutter. Und das wollen wir ganz gerne nicht auch noch erleben. Und er sagt, es tut ihm auch leid, aber in diesem Fall sind ihm die Hände gebunden und wir können ihm weiterhin alle möglichen Fragen stellen, aber eben nicht über diesen einen spezifischen Fall. Und auf jeden Fall tut es ihm leid und er sagt, er entschuldigt sich halt auch und er sagt, Mensch, du darfst mir gerne alle Fragen stellen, nur halt eben nicht zu dem Fall, er kann nichts dafür und es sei auch nichts Persönliches. Okay, dann würde ich sagen, was passiert, wenn wir reingehen? You really don't want to go in there. Oh, really? Look, you and I have an arrangement. I have to keep it quiet, but it works. You go in there and start bugging my colleagues, it will come back to bite both our asses. And neither of us wants that. Okay, fine. Ja, und er sagt, du solltest da nicht reingehen, wenn du anfängst jetzt bei meinen Kollegen rumzustochern, dann wird es früher oder später auffliegen, dass wir hier so einen Deal haben. Und der wird uns beiden nicht guttun, wenn das auffliegt. Dieser Deal ist so eine Art sehr persönliche Sache. Habt ihr eigentlich mittlerweile raus, woher wir Sam Durkin kennen? Habe ich das erwähnt in irgendeiner der Folgen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Keep our friend busy. I'm gonna sniff around. Not that I don't appreciate the company, but why the heck are you just standing there? Oh, I was just admiring the brickwork. The brickwork? Sure. When was this building built? 1950s? I got no idea. Low-rise bonding, very typical of the era. Whatever. Witziges Gespräch da draußen. Warum stehst du da nur rum? Ich guck mir die Steine an. Was? Die Steine? Ja. Okay, wir gucken uns hier mal so ein bisschen um. It says authorized personnel only beyond this point. Okay, fortunately, I think that only applies to living people. Ah, Joey, du bist so clever. Okay, hier steht nur... Waiting for a cab? So geil. Might take a while. Maybe. Diese Nebengespräche sind wirklich, wirklich schön, aber ich werde sie nicht alle übersetzen. Hier darf nur das autorisierte Personal weiter und Joey sagt, passend, das gilt aber nur für Lebende, haha. At the bottom are the words Alex Silva, Commissioner. I told you, I'm waiting for a cab. Alex Silva. The subway's just two blocks that way. The stairs are icy? Fair enough. Das ist so geil, dieses Gespräch da draußen. Looks like some kind of duty roster, nothing relevant. Okay, hier ist irgendeine Art, was heißt denn das auf Deutsch? So eine Art Beschäftigung, also wer wann wie dran ist. Oh, guck mal hier. Aha, there's our guy. His name is George Austin, according to this note. Looks like he lived on the Upper West Side. Aha, George Austin, das und das. Und do not talk to the press.
Ist auch eine sehr, sehr beschäftigte Polizeistation, muss man sagen. Ah ja, hier Piero Disch... Was? Discher. The name on this nameplate says Discher. I have no idea who that could be. Und wer ist Piero? It says Piero. I have no idea who that is. Mhm. Können wir durch die Türen gleich auch noch durch? Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin. Doch, können wir. Just as I thought, it's an elevator shaft. Na dann, was gibt's hier? Just a small interrogation room. It's empty. Okay. Verhörraum ist aber gerade leer. Just a small interrogation room. It's empty. Okay, hier haben sie so zwei Räume zum Leute finden. Okay, wir haben unsere Adresse rausgefunden, wir haben unsere Informationen, alles wird gut. Rosa hat da drin draußen gerade tolle Ausreden gefunden, warum sie da einfach nur rumsteht und wartet. Sehr geil. Tschüss, wir gehen dann mal. Wir warten doch nicht mehr aufs Taxi. Da wollen wir hin. George Austin. Oh. This is some lobby. Careful you don't break anything, we'll be in hock for life. Well, your life anyway, not mine. Ah, die Gespräche sind so geil. Joey sagt, ich soll hier nichts kaputt machen, sonst sind wir unser Leben lang, stehen wir dann bei den Leuten hier in der Schuld. Und zumindestens Los Angeles Leben, eher nicht so wirklich seins. Hi. Yes, miss? Ich suche George Austin, dem sein Zimmer. I'm looking for George Austin. Is he in? No, he's not. Sorry. Aha. Kannst du uns denn sagen, welches Zimmer er hatte? Is there any way I can look inside George's apartment? It's really important. Sorry, unless you've been authorized, I can't let you in. Ja, macht irgendwie Sinn, dass wir nicht reingucken dürfen in sein Apartment, ohne dass wir dass wir autorisiert sind, da reinzugucken, so jedenfalls. Wo ist denn der Typ? Do you know where George Austin is? I really couldn't say. Sorry. Okay. Consult Notes. Was haben wir denn an Notes? Grace. Weiß er was über Grace? Does the name Grace mean anything to you? Sorry. Nobody named Grace lives here. Ah, okay. Schade. Can you tell me anything about George? I really couldn't, sorry. If you want to know him, you should ask him yourself. Okay. Der hat also quasi keine Ahnung. Können wir einfach weitergehen? Guckt uns hinterher. Miss, I'm sorry, but you can't go back there. Residents only. Ah, okay, doch. Sorry. Dann gibt's ja nur einen, der das kann. Dip-di-dip-di-dip-di-dip-da-dip-di-dip-da. Was gibt's hier? Eine Box mit einer Note. Was ist denn das für eine Note? Feiertagsklamotten-Sammelaktion. Es ist sehr kalt diesen Winter. Bitte lassen Sie Ihre alten Klamotten in der Box für Leute, die weniger Glück hatten als Sie. George Austin, Apartment 12A. Ach, guck. It says Holiday Clothing Drive. It's cold this winter. Please leave your old clothes in the box below for people less fortunate than you. It's signed by George Austin. Ja, und dass da die Apartmentnummer draufsteht, das unterschlägt Joey einfach. Naja, okay. Weiter, dann mussten wir das wohl Rosangela geben. Joey ist mal wieder nicht fähig. Haha, das funktioniert. Ich bin beeindruckt von mir selbst. Whatever Joey did, the doorman doesn't seem to have noticed. Ja, dann würde ich sagen... Dropped my pen. Huch, ich habe meinen Stift fallen lassen. It's a handwritten note from George Austin, asking the residents of his building to donate old clothes to charity. I'm sure they won't miss it. Ja, die Note kennen wir schon. It says, Holiday Clothing Drive. It's cold this winter. Please leave your old clothes in the box below for people less fortunate than you. It's signed by George Austin. Beide unterschlagen sie, dass da die Nummer draufsteht, aber okay. Mhm. Jo. Hi. Yes, miss? Kannst du uns was zu... Ah ja, guck, genau. Kannst du uns was über diese Klamottengeschichte erzählen? I, heard that George Austin was having a clothing drive here. Oh, yes. George does it every year. He brings the box to Grace himself. Aha, er bringt die Box noch zu Grace? Wer ist denn jetzt Grace? You said that George takes the clothes to Grace. Yes, he does. He has an attachment to the place, even though we've got a fine church in this area. Church? So by Grace, you meant Grace Church? Yeah, the one downtown. What did you think I meant? Nothing, never mind. Thanks. Sure. Ah ja,
Und jetzt haben wir herausgefunden, dass mit Grace wahrscheinlich die sogenannte Grace Church gemeint ist. Ja, Mensch. Flup. Und ich würde sagen, zur Grace Church begeben wir uns einfach mal in der nächsten Folge, oder? Schauen uns nochmal den schönen New York Schneebildschirm an, wo hier sogar im Hintergrund ein paar Autos langfahren manchmal. Sehr schön. Liebe Leute, ich bin jetzt am Ende. Bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles, alles Gute und ciao, ciao.